Alois, Moshe Zuckermann aus Tel Aviv. Ich möchte mich heute ein bisschen äußern zum Begriff der Gegenkultur. Ein an sich ambivalenter Begriff, deshalb, weil er mit dem Gegen etwas Widerständiges anzeigt. Und zugleich muss man sich fragen, warum man soll man widerständig gegenüber Kultur sein. Dazu sei gleich vorab gesagt, Gegenkultur will ja nicht Kultur per se in Abrede stellen. Er will natürlich nicht die große emanzipatorische Kultur, wie sie seit vielen Jahrhunderten, vielen Jahrtausenden in vielen Kulturbereichen sich manifestiert hat, in Abrede stellen. Gegenkultur ist ein kritischer Begriff, im Grunde genommen auch eine kritische Praxis, die sich gegen die Verhunzung von Kultur im Sinne ihrer Emanzipation, im Sinne ihrer Ausrichtung auf Freiheit des Menschen bzw. auf eine als Ausdruck der geistigen Avanciertheit des Menschen, dass diese Kultur sehr oft auch verhunzt werden kann, ist mittlerweile klar geworden, weil Kultur vereinnahmt werden kann. Sie kann politisch vereinnahmt werden, sie kann durch Machtstrukturen vereinnahmt werden. Sie kann ökonomisch vereinnahmt werden, sie kann, was in den letzten Jahrzehnten ganz besonders eklatant war, durch Kulturindustrie zu ihrem Gegenteil gerinnen. Kultur ist nicht gefeit gegen das, was der Kultur feindlich ist. Und dem Ausdruck zu verleihen, wäre mehr oder weniger die Aufgabe einer Gegenkultur. Gegenkultur will also so gesehen die Kultur retten, indem sie sie in dem, was diese Kultur mittlerweile als ein schlecht bestehendes bzw. als eine Affirmation des schlecht bestehenden praktiziert, indem sie also diese Praxis mehr oder weniger kritisiert bzw. auszuhebeln bzw. sogar auf den ideologischen Punkt bringen möchte. Gibt es solche Praktiken der Gegenkultur? Man muss ganz ehrlich gestehen, dass sie immer weniger werden, weil die hegemoniale Kultur es immer mehr geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten sich erstens auszubreiten, zweitens die Gegenkultur entweder zu eliminieren, also sie sozusagen zu vernichten, oder, was viel schlimmer und viel effektiver ist, sie zu integrieren. Auch die Gegenkultur ist also nicht gefeit gegen ihre Vereinnahmung, so wie die hohe Kultur bzw. die hegemoniale Kultur nicht gefeit ist gegen ihre Vereinnahmung durch Politik, durch Ökonomie, durch Ideologie. So gesehen hat Gegenkultur die Aufgabe, sowohl Kritik an der vereinnahmten, schlecht vereinnahmten, hohen Kultur oder der hegemonialen Kultur, die Kritik dessen zu artikulieren. Auf der anderen Seite aber auch sich immer wieder dessen bewusst werden, dass sie das macht. Zu diesem Zweck muss diese Gegenkultur immer wieder, aber immer wieder, sich überprüfen, inwieweit sie wirklich noch im emanzipativen, im kritisch-emanzipativen Sinne agiert. Es ist so besehen nicht zu trennen, was Gegenkultur und was das Gesellschaftsbild, das diese Gegenkultur anvisiert, beide sind nicht voneinander zu trennen. Gibt es in Deutschland heute solche Gegenkulturen bzw. Institutionen? Es gibt sie, aber sie werden immer weniger, vor allem, weil sie auch immer mehr vereinnahmt werden. Ich würde sagen, für meinen Teil ist eine gute marxistische Gegenkultur niedergeschlagen, hat sich niedergeschlagen in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, die seit einigen Jahren mehr oder weniger Gesellschaft, Kultur, zum großen Teil Musik, aber eben nicht nur Musik, gesellschaftlichen Kampf, gesellschaftliche Kritik, marxistisch ausgerichtet, auf den Punkt gebracht hat. Es ist sehr wichtig, dass diese Zeitschrift weiterhin bestehen bleibt, dass sie vielleicht auch neu
wieder angekurbelt werden kann. Ich werde sie unterstützen. Ich habe sie in der Vergangenheit unterstützt. Ich glaube, es ist gut, dass viele Menschen, denen etwas an Gesellschaft und an Kultur gilt, dass diese Menschen diese Zeitschrift unterstützen.